möchte euch heute mitnehmen, um ein Notizheft zu binden. Ich habe hier mal alle Materialien bereitgelegt. Und zwar, wir brauchen als erstes mal eine Schneideunterlage. Die ist nicht besonders groß, aber die reicht aus. Es geht übrigens um ein Notizheft im Format A6. Dann brauchen wir einen Umschlag. Ich benutze gerne Umschläge aus alten Kalendern. Dies ist hier ein alter Katzenkalender. Da habe ich noch einen ganzen Stapel hier. Im Shop könnt ihr auch sehen, dass es da so einige Produkte mit Seiten aus Katzenkalendern gibt. Dann brauchen wir den Inhalt. Ich habe es mir heute mal sehr einfach gemacht und einen Inhalt mit kariertem Papier, weil das schon so lange gewünscht wurde. Und er ist schon gleich passend im Format A5. Also ich brauche hier keine Seiten mehr schneiden. Es geht aber auch ganz normal mit A4 Seiten. Die müssen dann halt nur halbiert werden. Dazu kommen wir aber später. Dann brauchen wir ein Lineal, einen Bleistift, eine Schere, eine Ahle, ein Cuttermesser, ein Falzbein mit zur Hand. Eine Alternative zur Ahle wäre auch ein dünner Nagel. Dann brauchen wir einmal Nadel und Faden. Ich benutze hier so eine Paketschnüre. Die ist schön stabil und eignet sich dafür meines Erachtens sehr gut. Und dann habe ich hier noch eine Schablone. Die ist gleich zum Ausschneiden für das Deckblatt bzw. für den Umschlag. So, jetzt mache ich mir aber erstmal wieder Platz hier. Und wir wollen dann gleich mal beginnen, nachdem wir die ganzen Materialien durchgegangen sind. Und zwar, wir beginnen als erstes mit dem Umschlag. Also es geht, wie gesagt, um ein Notizheft im Format A6. A6 ist es, wenn es... Ich will euch mal nur ein Beispiel zeigen. Es geht um die Größe, ein Notizheft im Format A6. Wir brauchen aber alles im Format A5. Das heißt, wenn es aufgeklappt ist, ist es im Format A5. So, wir fangen an mit dem Umschlag. Wie gerade schon erwähnt, habe ich hier eine Schablone. Ich gehe hier an der Schablone auch gleich mit dem Cuttermesser lang. Dann habe ich gleich das gewünschte Motiv. Hier sieht man so schön ein Kätzchen drauf. Wie gesagt, das ist ja ein Katzenkalender. Ich habe jetzt extra darauf geachtet, dass die Katze auf der rechten Seite ist, damit ich, wenn ich das Notizheft zugeklappt habe, man die Katze auch vorne direkt auf den Titel sieht. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich lege mir hier trotzdem alles schön immer gerade an die Kante, weil es soll ja auch das Motiv nicht schief sein. Und gehe dann quasi hier am Rand entlang. Versuche das Cuttermesser auch immer schön flach zu halten, damit ich in der Pappe nicht hängen bleibe oder die Pappe nicht einschneide. Kommt natürlich trotzdem immer wieder mal vor, dass man auch mal in die Pappe schneidet. Das ist aber auch nicht so schlimm. Dazu ist es ja auch eine Vorlage. Somit haben wir schon ganz einfach den Umschlag fertig. Die Schneideunterlage brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. So, den Umschlag, den legen wir auch erstmal beiseite. Hier nochmal zum Größenverständnis, ist genauso groß wie das Papier. Und wir kommen nun zum Inhalt. Der Inhalt sind 20 Seiten, das heißt, wir brauchen 10 Blätter. Es wären, wenn ihr mit A4 Blättern arbeitet, wären es 5 Blätter. So, aber wir brauchen jetzt hier 10. Jetzt legen wir alles in den Umschlag rein, und zwar so, dass alles ineinander liegt.
Und zu guter Letzt in den Umschlag. Und dann haben wir schon mal ein erstes grobes Bild, wie unser Notizheft aussehen wird. Dann klappen wir das mal vorsichtig wieder auf, dass wir die Mitte hier drin haben, um unsere Löcher zu stanzen. Ich gucke, dass alles immer schön auf Kante liegt, sonst verrutscht es zu sehr. Und zwar, da nehmen wir uns das Lineal zur Hilfe. Ich messe eigentlich immer 2 cm von unten und 2 cm von oben und dann nochmal 2 cm, hier ist es jetzt relativ einfach mit dem karierten Papier, nee, 3 cm, nicht 2, und dann nochmal hier auch 3 cm. So, dann haben wir hier 4 Löcher. Nochmal ein bisschen gerade rücken. So, dann sollten wir uns wieder die Unterlage zur Hilfe nehmen. Denn sonst machen wir uns vielleicht den Tisch kaputt. So, ich lege mir das hier immer so ein bisschen seitlich, um die Löcher vorzugeben. Das muss, die Male sollte ein bisschen durchstechen. Aber sie muss nicht komplett bis ans Ende durchgeschlagen werden, weil es ist ja nur eine Hilfe, dass ich mit der Nadel leichter durchkomme. Es soll jetzt kein mega Loch da drin sein. Und wirklich auch immer versuchen, dass es mittig bleibt. Und dann haben wir hier kleine Löcher drin, die bis auf die Seite hier auch durchgedrungen sind. Und es ist soweit alles auf Kante. Wenn es jetzt einen Millimeter übersteht, ist das nicht so schlimm. Da zeige ich euch gleich noch einen kleinen Kniff, wie ihr das lösen könnt zum Schluss. So, die Unterlage können wir wieder wegnehmen. Dann kommt jetzt meine Schnüre oder mein Faden. Ihr könnt dort sämtliche Materialien verwenden. Ihr könnt auch Wolle, also das, was ihr da habt, sollte nur schön stabil sein. Wenn ihr einen Faden nehmt, zum Beispiel hier so ein, oder so ein Garn, das ist sehr dünn, da empfehle ich es, das könnt ihr auch benutzen, aber ich empfehle es dann halt auch doppelt zu nehmen, damit es ein bisschen mehr stärker ist. So, ich versuche mal meinen Faden in die Nadel zu bringen. Perfekt. So, dann mache ich am Ende einen Knoten, damit ich nicht durchrutsche. Es muss auch kein richtig dicker Knoten sein, da rutscht ihr eh nicht durch. Ein bisschen weiter unten, damit ihr dann auch noch ein Ende habt zum Verknoten, das zeige ich euch gleich. So, dann gehen wir oben, ne, oben oder auch unten, das ist egal, in das erste Loch rein. Wie gesagt, mit der Ahle kann man jetzt das vorgestochene Loch mit der Ahle kann man jetzt gut durchdringen und der Knoten verhindert das Durchrutschen des Fadens. Dann gehe ich von außen wieder rein. Ja, ich vielleicht doch ein bisschen mehr mit der Ahle, aber das kriegen wir auch so hin. So, durch. Versucht es jetzt schon immer ein bisschen schön straff zu ziehen, nur nicht zu fest, sonst reißen die Blätter ein oder es knicken sogar gegebenenfalls die Seiten. Aber das ist ja nicht das gewünschte Ergebnis. So, da wieder raus und im letzten Loch von innen wieder, von außen wieder rein. So, jetzt sind wir einmal unten angekommen. Könnte man theoretisch so lassen, wem es gefällt. Dann muss man halt hier unten jetzt noch einen Knoten reinmachen. Ich gehe eigentlich meistens immer wieder zurück. Es gibt immer noch ein bisschen mehr Stabilität. Also innen wieder in das Loch rein. Dann hat man von außen dann auch schön durchgehend. Ich habe auch schon bei vielen gesehen, dass die das verkleben von außen. Bei so einem Motiv ist es jetzt halt nicht praktisch, dass man das verklebt von außen. So, dann bin ich wieder drin und komme quasi wieder oben an meinem Ausgangspunkt an. Dort verknote ich das jetzt. Ich versuche das relativ straff zu machen, aber auch nicht zu fest. Wie gesagt, sonst reißen die Seiten ein. Natürlich ein bisschen Fitzelarbeit, aber das ist auch machbar. Und ja, dann schneiden wir die Enden mit der Schere ab.
auch nicht zu kurz, dass es nicht auftrudelt. Und dann haben wir schon fast unser fertiges Heft. So, jetzt seht ihr ja hier, dass die weißen Kanten, also wer weißes Papier nutzt, sieht es glaube ich noch besser, die weißen Kanten hier noch hervorstehen. Das ist eigentlich ganz normal, weil die Papiere, die sind halt alle gleich groß. Und in einer großen Fabrik würde man das jetzt ordentlich abschneiden mit einer schön großen Maschine. Die haben wir jetzt nicht hier. So, Schneideunterlage, Cuttermesser und Stahllineal. Ich empfehle wirklich ein Stahllineal mit einem Plastiklineal. Kann es sein, dass ihr euch das Lineal kaputt macht und halt auch keine gerade, saubere Linie habt. Ich lege das Stahllineal jetzt hier vorne am Deckblatt an, auf Kante quasi. Es ist empfehlenswert, dass das Cuttermesser schön scharf ist. Stahllineal gut festhalten, dass es nicht verrutscht. Ist mir auch schon passiert, kommt vor. Und dann schneiden wir hier entlang. Wie ihr seht, das Stehende geht schon gut ab. Sieht ganz gut aus. So, ich gehe jetzt hier auf der Rückseite nochmal entlang, damit ich eine saubere Kante habe. So, und wie ihr seht, eine schöne gerade Kante. So, ich könnte das jetzt hier oben auch noch machen und unten auch noch. Ich finde, es ist aber nicht so dramatisch. Und da haben wir ein fertiges Notizheft. Ich wünsche auf jeden Fall euch viel Freude beim Nachmachen. Ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen und ihr könnt auch gerne mal auf meiner Webseite gucken. Da habe ich dazu noch einen Blogartikel geschrieben. Und ja, ich wünsche euch viel Freude dabei. Thank you.